Okay, also heute gibt es auch wieder mal neue Sachen, was auf jeden Fall gleich ein bisschen interessant wird. Wir schauen uns mal direkt den Shop an. Es ist eigentlich sogar relativ viel am Start, was gar nicht mal so schlecht ist. Oben sieht man nämlich Marvel-Sachen zurück. Das X23-Paket hier oben nach 133 Tagen zurück. Ich denke mal, das sollte man auch schon kennen. Ich gehe mal ganz schnell alles durch. Hat auch noch einen zweiten Stil hier, der Skin. Halt ohne diese Maske hier. Und dann gibt es noch Lego-Stil, dieses Rückenaccessoire, so eine Kapsel und diese Wolverine-Krallen. Hört sich dann so an. Ja, sehr nice. Und noch eine Lackierung am Start. Alles coole Sachen, ehrlich gesagt. Und darunter gibt es hier noch das X-Force-Paket. Ja, sollte man auch schon kennen. Hier sind auch nochmal einige Skins drin. Echt sehr, sehr altbekannte Sachen. Aber natürlich immer noch coole Sachen, wie ich finde. Sind halt Marvel-Sachen. Eigentlich echt nice gewesen. Und dann gibt es hier noch das X-Force-Ausrüstungspaket. Auch hier nochmal mit diesen ganzen Hacken drin. Hier gibt es noch diesen Gleiter. Und ich gehe mal die ganzen Hacken schnell durch. Ja, ich hoffe einfach nur mal, dass die Sachen jetzt nicht ultra lange wieder am Start sind, weil das war ja damals immer so. Naja, jedenfalls noch direkt weiter. Hier sind nochmal diese neue Sache geblieben. Das Zeug ebenfalls. Und hier gibt es nochmal Bachi zurück. Das ist hier der erste. Rote Jade, Tagtraum und Jitterbacke Mode. Ja, die Sachen sind nur so knappe 2 Wochen her. Und das Neon-Leuchtenpaket ist noch geblieben. Farbenfreunde, ich glaube, hier ist auch noch alles gleich geblieben. Ja, das Paket kam auch nochmal zurück nach 115 Tagen. Hier mit dieser, ich sag mal, Renegade Raider-Kopie. Marodeurin kennt man schon. Hier gibt es noch den Lego-Stil und Rückenaccessoire. Passende Hacke auch nochmal. Und Lackierung sowie Ladebildschirm. Okay, und hier gibt es nochmal diese ganzen, ich sag mal, Kapuzen-Pullover-Skins. Da kann man ja auf jeden Fall diesen Pulli komplett verändern. Hier gibt es insgesamt 4 Skins von. Und auch diesen nochmal nach knappen 2 Monaten zurück. Auch hier die Hacke nochmal am Start. Die kann man ebenfalls farblich hier komplett anpassen. Okay, darunter, Rip Diamond noch geblieben. Und eigentlich müsste hier noch was Neues sein. Ja, da ist es auch schon. Hier gibt es einmal Can't Feel My Face. Das ist scheinbar auch von The Weeknd. Hören wir mal direkt rein. Ja, kann ich jetzt auch nicht so lange zeigen. Dann gibt es noch Stitches. Das ist von Shawn Mendes. Okay. Ja, kennt man auf jeden Fall. Die beiden neuen Musikstücke hatten vorhin so einen lustigen Fehler. Das ist jetzt scheinbar nicht mehr hier. Auf jeden Fall auch ganz gut. Der Rest ist eigentlich gleich geblieben. Also hier ist jetzt auch nichts Besonderes mehr bei. Deswegen würde ich sagen, war es das eigentlich auch schon zum Shop. Ich glaube, das Zeug ist sogar nochmal zurückgekommen. War 117 Tage nicht am Start. Ja, aber der Rest ist halt unten noch gleich geblieben. Und das war's zum Shop.